Huhu, meine Lieben, wir sind wieder hier bei Fallout 3. Ja, das letzte Mal haben wir ja am Ende noch ein bisschen hier auf dem Schrottplatz verbracht. Weniger erfolgreich, will ich mal sagen, ne? Wir haben nichts gefunden. Deswegen. Fox macht die Map kaputt. Deswegen würde ich sagen, wir machen was anderes. Beziehungsweise wir gehen woanders hin. Wir reisen nämlich nochmal zur Red Racer Fabrik und dann gehen wir mal zur Sammlerbrücke und gucken, ob denn was es dort gibt. Spoiler sind Motorradhandbremsen. Es ist immer Nacht, wenn ich aufnehme, ne? Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, noch fünfmal zu warten, 5 Stunden lang. Da respawnen nur wieder die ganzen Gegner. Hier sind sowieso ein Haufen Gegner, ne? Raider ausnahmsweise mal haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Die Raider. Hier mit der Hockeymaske. Gehören die etwa zu, wie hießen sie noch gleich? Sudden Death Overtime. Dem komischen Eishockey-Team. Alter, ey. Das kannst du dir nur ausdenken. Momentan sind wir sicher. Ja, Fox, Wie? Puh, wo sind wir überhaupt? Ne, wir müssen nach Norden, ne? Zur Scavenger-Brücke. Ja, was haben wir denn heute vor? Ich würde sagen, wir holen uns die Handbremsen erstmal. Und danach werde ich mich auf die Suche nach den restlichen Rezepten machen. Also Diagramm. Und wenn wir die haben, werde ich mal die ganzen Waffen craften. Und mit den ganzen Waffen werden wir dann, oh Gott, dort hinten ist Enklave. Mit den Waffen werden wir dann nach Oasis gehen und dort dann alles abfackeln. Keine Ahnung. Die guten alten Raider, ey. Warum nehme ich eigentlich ständig die Zigarettenschachteln mit? So, wo ist. Die Frage ist, ob ich überhaupt zeitnah die Sammlerbrücke finde. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob wir schon mal da waren, ehrlich gesagt. Ich denke schon. Aber damals haben wir noch keine Motorradhandbremsen gesammelt. Die Raider. Eine Kampfflinte, das ist nice. Mit der können wir nämlich unsere furchterregende Flinte reparieren. Wir werden mal Forks ein bisschen von unserem Shit aufladen. Ne? Natürlich bin ich nicht zwischen den Folgen irgendwo hingegangen zum Was wollten Abladen, Sie sagen? weil, ne, professionelles Let's Play Aber hier. gerne doch. Da hat er schon diese Power-Rüstung. Wenn wir den einen Fatman geben, hoffe ich mal nicht, dass er den benutzt. Das wäre ziemlich asselig. Dann sprengt er uns nur selber in die Luft. Ja, Verbrauchbares gebe ich ihm mal lieber nicht, ne? Abgesehen davon, dass das verbrauchbare Zeug eh nichts wiegt. Kernspaltungsbatterie ist harmlos. Leiter auch. Giftdrüsen. Altmetall. Kriegt er auch. Ach, 13 Todeskrallenklauen. Die wiegen halt auch 13 zusammen, Zigarettenschachtel. So. Da sind wir wieder ein bisschen freier. Damit wir dann auch schön die Handbremsen aufheben können. So, Dodo, Dodo. Ach, das könnte die Brücke sein, ne? Jetzt sind wir leider unten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier aus dem Graben rauskommen. Oh, Hallöchen. Ausgestoßen, ne? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Was haben die denn hier zu suchen? Ha. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Korrekt, Fawkes. Gut, dass wir Fräulein Cross nicht mehr dabei haben. Die hätte die jetzt erstmal vermöbelt. Oder vermöbeln wollen. Wäre wahrscheinlich vermöbelt worden, wenn wir hier nicht zur Hilfe kommen. Von wo wären wir denn bitte besniped? Von hinter uns? So, Tatsache. Der gute alte Raider.
Oh, ich glaube, wir haben das Auto aus Versehen in die Luft gejagt. Naja. Oder das brennt jetzt schon ab und dann gehen wir mal ein Stück weiter weg lieber. Bumm! Das ist immer spaßig. So. Na, jetzt gehen wir hier zu den Händlern und gucken, wo es die fucking Handbremsen gibt. Dass wir die schön einsammeln. Sammlerhund. Das ist alles Diebstahl hier. Na, wahrscheinlich müssen wir die klauen, könnte ich mir vorstellen. Die Handbremsen. Es gibt auf jeden Fall Gleisnägel und so ein Shit. Also es gibt hier ordentlich Materialien. Gartenzwerg, aber leider beschädigt. Ist das die Brücke hier überhaupt? Sieht ein bisschen klein aus und husselig. Ich dachte, hier gibt es mehr. Also mal gucken, ob wir überhaupt auf der richtigen Brücke sind. Ich habe die Scavenger-Brücke, diese habe ich anders in Erinnerung, ehrlich gesagt, mit mehreren so Handelsposten und so. Da habe ich mich einfach nicht gut genug umgeguckt. Sieht nicht so aus, als hätte der das, was wir brauchen. Hey, Kollege, steh mal auf. Kollege. Hallo. Ja. Ich wäre sogar bereit, dir die abzukaufen. Wenn er denn was hat. Natürlich hat er nichts. Ein weiterer Mist. zufrieden. Habe ich mir falsche Hoffnung gemacht. Oh, nein, da sind sie doch. Das ist wirklich stehen, warte. Wie war das nochmal? Y, ne? Da schütten wir mal die Kiste hier aus. Guck mal, da sind fünf Stück gleich. So, wir sind versteckt. So. Ich hoffe mal, Forks macht das nichts aus, dass wir die jetzt mal schnell mitgenommen haben. Denn der mag es ja nicht, wenn wir schlechtes Karma haben, aber wir haben ja so gutes Karma. Wir haben ja richtig gutes Karma. Ne, Forks, wir haben ja richtig gutes Karma. So, hätten wir das schon mal. Und als nächstes gucken wir mal. Notizen. Nuka-Granate fehlt uns zum Beispiel noch. Todeskrallenhandschuhe. Da muss ich euch noch was Besonderes zeigen. Okay, Pfeilpistole haben wir schon auf drei, Rocketwerfer auch. Was gibt's denn noch? Es gibt noch die Kronkorkmine, das Gleisgewehr brauchen wir noch ein Diagramm. Kronkorkmine haben wir V3. Rösti muss noch irgendwo sein. Rösti haben wir auch V3. So brauchen wir gar nicht mehr so viel. Ich werde euch mal schnell das zeigen, mit dem Todeskranhandschuh. Wir haben ja einen Todeskranhandschuh von Bannon bekommen, also ein Diagramm. Und eines, wo waren das andere? Das haben wir auf so einem Campingplatz gefunden. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das dritte bekommt. Beziehungsweise, das dritte bekommt man durch ein Random Event, das ab und an stattfindet. Und dieses Random Event lädt halt zufällig, wenn man in eine Zelle geht, an bestimmten Spots. Also, ne, die Map ist ja in so kleine Quadrate hier eingeteilt und in manchen von denen gibt's halt kann halt ein Special Event spawnen. Und es gibt da eine ganze Reihe davon. Und das Problem ist, dass habe ich nämlich schon nachgeguckt, ob wir das schon getriggert haben. Das ist nämlich ein uniques Event, nämlich wo da läuft ein Ödländer vor einer Todeskralle weg und der Ödländer hat dann den Plan dabei. Guck mal, ich könnte mir vorstellen, das war auch ein Random Event. Oh, hallo Todeskralle, wo kommst du denn her? Oh Gott, und die Enklave mischt sich unten auch noch ein. Klasse. Ist das überhaupt die Enklave? Ich meine, das ist so ein Dingenskirchen, aber der Bot sieht ein bisschen. Nee, es ist ein Enklave. Oh, okay. Ich wollte sagen, das sieht.
Ach, als ob das verschlossen ist hier. Ich will doch nur reingehen und die niedermetzeln. Zack, weg mit dir. Robohirn. Sind denn überhaupt ein Klave, Leute? Mein Bein! Ja. Mein Bein! Oh, mein Leg! Oh Gott, the Memes, ey. Mein Leg! Mein Bein! Nein, das Spiel ist abgeschmiert. Och, komm. Och, Mensch. Ich hab noch kein Save gemacht, Kacke. Oh, no! Hallo, da sind wir wieder. Ja, es hat eine Weile gedauert. Ich bin jetzt zumindest mal wieder dort, wo wir die Handbremsen eingesammelt haben. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo wir hinterher hingegangen sind. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte euch die Sache mit dem Todeskranhandschuh erklären. Wie gesagt, mit dem Todeskranhandschuh, ne, der Campingplatz war einer. Von Bennett kriegt man ein Diagramm. Und eins kriegt man in diesem Random Encounter. Der Es hat schon wieder kurz geleckt. Ich mache nochmal einen Quick Save. In dem Random Encounter, der halt zufällig spawnen kann. Und das auch schon getan ist bei uns. So viel nehme ich mal vorweg. Bei uns klebt schon wieder unten noch so ein Ding dran, ne? Ist egal. Und ich habe geguckt, die Leiche ist auch schon despawned. Das Event da. Was ist das denn? Alien-Energiezelle? Hab ich irgendwas verpisst? Hier liegen einfach Alien-Energiezellen auf dem Boden. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt aus Versehen das DLC triggern. Ist das hier in der Nähe? Nicht von dieser Welt. Untersuchen Sie das Murphy-Funk-Signal? Nee, das ist dort oben. Okay, dann sind hier einfach Alien-Energiezellen auf dem Boden. Das ist ganz normal, ne? Haben wir eigentlich die normale Alien-Waffe haben wir denn noch gar nicht? Nämlich den Alien Blaster. Wir haben die Feuerlanze. Das ist auch. Die Feuerlanze hat man auch aus so einem random Event gekriegt, nur habe ich es da nicht übersehen. Jedenfalls in dem Event läuft ein Ödländer vor einer Todeskralle weg. Und wird halt von der Todeskralle zerlegt und in seiner Leiche ist das Diagramm von einem Todeskrallenhandschuh. Ich habe mal mit so Konsolen-Cheats geguckt. Noch mehr Energie. Warum sind denn hier überall Alienzellen? Hab ich irgendwas verpasst? Ist hier das die Base von den Ausgestoßenen? Die haben Energiezellen von Aliens gebunkert, aber die würden die doch nicht wegschmeißen hier in die Gegend. Ich glaube auch nicht, dass die Base hier ist, oder? Ist das der kleine unentdeckte Markierungspunkt hier noch? Decken wir den mal schnell auf und ich erzähle die Dingens weiter. Mit Konsolen-Cheats habe ich mich halt zu dem Ödländer geportet, zu der Leiche von dem, und da war halt nichts, ne? Und mit einem anderen Konsolenbefehl kann man die dann sogar nochmal aufmachen. Und da war ein Diagramm drin. Also habe ich es quasi schon mal irgendwann verpasst. Das ist doch, muss doch irgendwie ein Wegpunkt wert sein. Das habe ich auch noch nie gesehen, das Ding hier. Wow. Auch ein interessantes Gebäude. Das ist doch auch wieder nur irgend so ein Fabrikwerk oder irgendwas, ne? Kriegen aber keine Markierung. Kanalisationszwischenbereich. Das hier ist ein Kanalisationszwischenbereich. Jojo. Gehen wir mal noch hier unten den Marker aufdecken. Ihr wisst schon, ich will euch eigentlich auch diesen Konsolenbefehl zeigen, mit dem ihr das checken könnt. Aber ihr seht schon, ich strecke Zeit, um die
Folge noch vorher vollzukriegen, weil ich den Befehl nicht mehr im Kopf habe. Beziehungsweise nicht alles. Was sind wir denn jetzt? Graditch. Hier waren die Feuerameisen, ne? Gehen wir mal nicht rein. Also, ich glaube, es gibt sowieso keine Feuerameisen mehr. Spiel. Oh Gott. Ich dachte schon, wir sterben wieder an Fall Damage. Hier will ich doch nur unten noch das Ding aufdecken. Ich werde es euch dann trotzdem zeigen. Vielleicht muss ich den Code zwischendurch nachgucken. Das wäre dann natürlich ein bisschen peinlich, ne? Aber das macht ja nichts. Ne? Ihr wollt das ja sehen, wie ich cheate. Ach, das ist eine Metro oder was, was wir jetzt hier finden? Das Ding? Arlington Ödland Metro. Okay. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Wir drücken erstmal die Taste über Tab, was auch immer das ist, ne? Das ist das Zirkonflexzeichen, ne? Und dann geben wir erstmal ein Player Move. Ne, war es Player Move oder Player.move? Player Move to. Und dann, jetzt kommt es 31B32? No, Moment, man darf nicht den Nummernblock nehmen. 31B32? Wir gucken mal, vielleicht sollte ich vorher speichern. Egal. Nee, das war nicht ganz richtig. War es Player Move Punkt? Ich versuch's mal ein paar Mal und dann gucke ich's nach. Ich habe schon einmal ein bisschen was rumprobiert mit den Konsolensachen, als es um das unique SMG ging, also 10mm Maschinenpistole. 31B. Es könnte auch 32B31 sein. Ne, wisst ihr, ich guck's gleich nach. Kleinen Moment. Da bin ich wieder. Wir haben tatsächlich was ganz Triviales falsch gemacht. Es war, wie ich gesagt habe, es ist 32B31, nicht 31B32. So, Player Move. Nee, es war Player.MoveTo. Könnt ihr alles auch nachgucken auf diversen Fallout-Wikis, wie das funktioniert. Player Move To. 32B31, das ist quasi die ID des dieses Ödländers von dem Event. So, wenn wir jetzt Enter drücken, kommen wir in den Ladebildschirm und sollten dort rauskommen, wo das Event mal stattgefunden hat und ich es nicht gesehen habe. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. Hier lag der Typ wohl mal. Wurde irgendwie von der Todeskralle umgeschanzt. Das ist. Wir sind hier bei der Roboter-Reparaturzentrum. In der Nähe von Canterbury Commons. Also. Ich glaube, war hier der Mechaniker drin, der komische Typ. Ne, gegen A-Meisterin und Mechaniker. Also da könnt ihr schon mal überlegen, wie lange das her ist, dass wir diese Questline gemacht haben. Da war das wohl hier. So, jetzt ist natürlich die Leiche von dem Typen, die spawnt. Ne? Wenn jetzt die Leiche hier noch liegen, könnte man die einfach looten. Aber da wir ja die ID von der Leiche wissen, jeder Gegenstand und NPC und so weiter hat eine ID in dem Spiel, können wir Folgendes machen. Wir nehmen den Befehl Prit 32B31. Seht ihr, jetzt haben wir hier oben Ödlandsiedler. 32B31. Und wir haben den jetzt quasi ausgewählt. Also angewählt. Und können jetzt noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Open Team Container. Wie verschreibe ich mich nicht? 1. Und damit können wir nichts machen. Habe ich mich verschrieben? Ist gut möglich, dass ich mich verschrieben habe. Oh, Team Container 1. Ne? Ich will es nicht nochmal nachgucken.
Es ist Teammate-Container. Ey, ich hab das doch vorher ausprobiert. Es war zwar nach der letzten Aufnahmesession, aber ich kann mir doch mal Sachen merken. Open Teammate Container 1. Wir haben. Oh, jetzt haben wir es ganz weggemacht. Also nochmal. Prit. Können, glaube ich, auch nach oben drücken. Nee. Da kommt nur was anderes. Prit. 32 B31. Jetzt habe ich es zugemacht. Oh, Alter. Das Spiel will nicht, dass wir cheaten. Ihr merkt es schon. Aber ich würde mal sagen, es ist ein minimaler Cheat. Abgesehen davon, dass der Todeskrallenhandschuh ja eh nur so eine Gagwaffe ist, die wir halt dabei haben. 32 B31. So. Das haben wir wieder ausgewählt. Seht ihr hier oben. Und dann gehen wir Open Teammate Con Container 1. Zack. Und dann geht das Inventar von diesem Ödlandsiedler auf. Und wie ihr seht, da ist das Diagramm Todeskrallenhandschuh drin. Das nehme ich mir mal. Dann machen wir wieder zu und wir haben quasi die Leiche des Event-Dudes wiedergefunden. Ja. Habe ich jetzt mehr gemacht, um es mal bei euch zu zeigen. Ich meine, wir haben zwar den Todeskrallenhandschuh dabei und ich kann ihn dann jetzt auch mal auf V3 craften, aber wir nehmen eh den Rösti dann, würde ich denken. Der Rösti, der hat wenigstens Stil, im Gegensatz zu dem Ja gut, der Todeskrallenhandschuh hat auch Stil. Ich habe meinen Timer nicht wieder neu gestartet. Mist. Ja, als nächstes holen wir uns das V3 Gleisgewehr. Habe ich schon nachgeguckt, wo das ist. Oh, Moment, wir haben den Ort tatsächlich schon. Nicht, dass wir das schon haben. Ich würde gerne die Quest wieder komplett abwählen. Ne? Können wir nicht. Klasse. Nämlich hier beim Kraftwerk MDPL-13 ist das Diagramm für das Gleisgewehr. Weiß nicht, waren wir hier schon drin? Also wir können eins, glaube ich, von... Ein normaler Red Skorpion. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Eins kann man kaufen bei Doc Hoff, eins bei Tulip in Underworld. Und eins müsste man hier finden. Weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Ehrlich gesagt. Gehen mal rein. Nee, sieht noch ungelootet aus. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein normaler Dungeon hier quasi, aber es ist ja nur so ein kleines Ding, dann können wir das noch schnell in der Folge hier machen. So, hier ist die Werkbank und zack, Diagramm Gleisgewehr. So, ein bisschen Altmetall nehmen wir noch mit. Ich habe das jetzt mal nachgegoogelt halt einfach, um es euch hier easy zu zeigen. Ich meine, ich habe ja in den letzten Folgen schon öfters mal ein bisschen was nachgeguckt, ne? Weil das ist ja jetzt auch so quasi die, ich sag's mal, die Wrap-Up-Phase des Let's Plays, wo wir jetzt nur noch den Shit sammeln und dann noch die letzten paar Quests erledigen und dann mal vielleicht noch das Alien-DLC und dann mal Broken Steel. Ja, schließlich mit der Hauptstory inzwischen fast durch sind. So. Das heißt, wir sammeln nur noch ein paar coole Sachen ein. Quasi ein bisschen Sammelwahn. Bisschen Min-Maxing. Naja, gut, Min-Maxing. Da bin ich ja jetzt nicht so bekannt dafür. Ne? So richtig gemin-maxed haben wir ja nicht. So, es ist das einzige Wort, das noch übrig ist, ne? Ja. So kann es auch funktionieren. So, was ist denn hier in dem Terminal drin? Softlock? Achso. Ist einfach nur die Sperre für den Safe. Na, Magnum drin. Ja, gut. So. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir noch die restlichen Schematics-Diagramme einsammeln. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Wir brauchen ja, glaube ich, nur noch zwei oder so. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
oder morgen oder Nacht, wann ihr mir das auch gucken mögt, ne? Tschö.